Donnerstagmorgen, der 4. Februar 2021. Ich begrüße euch zu unserem Go for Peace Impuls heute Morgen vor so einer wunderschönen, klaren und gleichmäßig gestrichenen Wand stehen. Ist was Tolles. Also ein Lob auf die Anstreicher und auf die Maler. Heute machen wir weiter mit Markus im 6. Kapitel. Und da geht es um die Aussendung der Jünger. Der Markus schreibt da in Vers 7, Jesus rief die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. Und dann sagt er ihnen, sie sollen nichts mitnehmen, also keinen Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Also er schickt sie wirklich angewiesen los, damit sie überall in die Beziehung kommen. Aber ich bin kleben geblieben heute Morgen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. Mit den unreinen Geistern tun wir uns ja irgendwie so ein bisschen schwer. Wenn ich an reine Geister denke, an Klarheit, an Entschiedenheit, dann fällt mir immer eine alte Schwester ein, mit der ich im Jugendhaus Haderhausen lange zusammen gelebt und gearbeitet und gewohnt habe. Schwester Ehrenberta. Und als sie so auf ihren letzten Lebensmetern angekommen war und noch im Jugendhaus war, da bin ich jeden Morgen zu ihr gegangen, in ihr Zimmer und habe dann da am Bett gesessen, weil sie nicht mehr zur Messe kommen konnte. Und dann haben wir einfach zusammen oft noch gebetet. Und an einem Morgen erinnere ich mich, da war sie noch am Schlafen, ich saß da ganz behutsam. Auf einmal macht sie die Augen auf mit einem großen, klaren Blick und sagt zu mir, haben wir es nicht schön hier? Und ich weiß noch, ich war so tief getroffen von diesem klaren Blick und von dieser Aussage. Sie war in einem ganz tiefen Frieden. Haben wir es nicht schön hier? Und da habe ich verstanden, das ist dieser reine Geist, der sie beseelt hat und der sie in den Frieden gebracht hat. Und es gibt ja viele Menschen, die sind einfach nicht so klar und entschieden und so innerlich leuchtend, sondern die lassen immer vieles so in der Ungewissheit, in der Unsicherheit. Da weißt du nie, wo du dran bist, dann komm, warten wir noch bis morgen, 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 nur nicht heute, sagen alle, ihr kennt das, faulen Leute. Oder, ich muss mal gucken. Und irgendwie gehst du dann aus einem Gespräch wieder raus und spürst irgendwie innerlich, du selber bist auch in so eine Unklarheit reingezogen worden. Und wie sehr hilft es da, in einer inneren Klarheit und Festigkeit zu sein und die Dinge zu tun, die jetzt gerade dran sind. Das hilft uns, aus einem reinen Geist herauszuleben. Also, sei klar und entschieden. Be clear and firm. Euch einen schönen Tag.